Wenn ihr euch Wii Music 2 wünscht. Das ist durch das Brawl wieder gehypt. Ja, die haben geil, Kid Icarus, wer ist das denn? Dann? Ja, boah, voll die coole Figur, nehmen wir den doch mal. Nee, das ist Bullshit. Das ist einfach nur verblendet. Man hat das halt damals, weil es halt alte und ist toll und es war auf NES und Kid Icarus, das erste, das war ein schlechteres Metroid. Das. Punkt. So, ich geh jetzt. Der Metroid ist fertig. Ja, ich habe fertig. Das war die Metcow. Auskurz. Kid Icarus, fliege wie Flasche leer. Wir haben einen kleinen Break eingelegt, weil schon wieder ein Band voll war. Wir haben davon nichts mitbekommen. Nee. Haben das wieder als Pinkelpause genutzt. Ja. Und der Mattis war gerade dabei, sich über Kid Icarus aufzuregen, beziehungsweise den Chris zu zitieren. Ja, ja, der sich über Kid Icarus, weil das hier gerade schwer danach aussieht. Weil man... Ne? Change the sides, you know? Nehme ich halt den nächsten. Oh. Musst du den da drunter nehmen? Hier mal runter. Runter. Ja. Da, der da. Ah ja, stimmt. Oh, jetzt musst du dich aber spuken. Nein. Was geht ab? Ja, sonst habt ihr nicht viel verpasst. Was soll denn jetzt diese Sache mit der Zeit, bitte? Ist gemein, ne? Ich hoffe, das ist die richtige Seite. Das ist weiß die richtige Seite. The first size. Ich habe es geschafft. Warum werde ich von allen Seiten begafft? Oh ja. Ich habe es geschafft. Vergiss es. Ja, das mache ich auch. Forget it. Wir sind immer noch in Welt 7 geblieben. Das ist Sprach Udo Lindenberg. Auf dem Berg. Holy Mad Cow. Oh mein Gott. It's a trap. Das längste Level der Welt. Oh Gott. Oh my God. Ja, run Forrest, run. Du musst weiter. Gas, spring weg. Not funny, das war's. Da musst du. Ich hätte den einen nehmen müssen, da war bestimmt noch ein Stern drin. Meinst du? Ja, ja, aber du. Wär ich halt jetzt der Master. Also die Gläser sehen schon aus. Benutzt. They look used. Ikea. Wir wissen ja gar nicht, wer Ikea. Hier. Lexus, change is good. With a new console. It will pop up your heart rate like never before. Excitruck hat's geschafft. Auf jeden Fall. Also, so ein Spielgefühl hatte ich bei keinem Spiel. Das ist kaum ein Scherz. Ja.
tatsächlich. He died. Ja, sag ich doch. Aber nein. Aber man will ja nicht auf mich hören. Wer bist du? Irre. Oh shit! Oh shit! Ich bin tot. Boah, ist das gemein. Pass auf, na. Ich check jetzt, wie das geht, ohne dass ich jetzt auf dich höre. Ach, ich will jetzt nochmal angeguckt, die Pressekonferenz. Mhm. Epic, ne? Danach nie wieder sowas, ne? Aber nee. Da war halt voll auftrumpfen. Die war richtig großartig. So von wegen, hey, liebe Konkurrenz, wir werden euch jetzt mal gehörig den Arsch aufreißen. Destructible environments everywhere in the game. Ja. Sie haben Wort gehalten. Ist wirklich am besten, wenn du hier klein bist. Dann musst du da hinten nicht so komisch rutschen noch, weißt du? Wirklich den Pflanzen zeigen, wo der Hammer hängt. Und ich hätte es beinahe geschafft gerade eben. Mist. Naja, okay. Dafür hast du es jetzt geschafft. Hast du gut gemacht. Eine Pflanze, oder? Nee. Diesmal nicht. Pelz. Fliegenpilz. Schmetterdedededes. Wenn man es einfach mal vom Umfang her schon vergleicht, weißt du? Mario Bros. 1 würdest du jetzt das fünfte Mal komplett durchspielen? Ey, es ist sagenhaft. Jesus, Maria und Josef. Yes, Jesus, Maria und Josef. Joseph. Joseph. Josephine. Alles klar. Oh, Josephine. Noch Zähne dabei. Da unten ist die Burg. Wir haben es bald gepackt. Was ein Pack? Da kommt Wald 8. Wald 8. Das hat Wald gesagt. I'm sorry, ich sag ja, ich hab voll den Sprachfehler. Und Wald 8. Was sag ich bei DJ Hero? Gibt's für jede Konsole gut zu haben? Keine Ahnung. Und ich kann mich nicht mal dran erinnern, dass ich das gesagt habe in diesem Moment, aber ich muss vielleicht häufiger denken und weniger sprechen. Ja, das muss ich auch. Irgendwie hab ich's da voll nicht drauf. Aber das mögen die unsere Zuseher, ja. Deswegen ja, natürlich, das bringt aber auf der Arbeit nichts. Ja, hey, Wald 8. Machst dem Kunden, hey, Wald 8. Wie Wald? Wir springen nicht mehr an den Gumba. Nein, 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 das war der falsche Weg. Oh mein Gott! Das sah so speedmäßig gut aus, aber. Wenn du nach oben springst, Flynn. Ich hab's alles verzieht. Was ist das? Pass auf, wenn du jetzt runtergehst. Oh yeah! It's a fucking maze. Amazing. Amazing Grace. Wo ist das eigentlich her? Ich weiß es nicht mehr. Hast du dich aber auf jeden Fall auch weggeschmissen, als ich das gesagt habe. Fair enough. Das funktioniert. Das muss funktionieren. Aber nicht jetzt. Get up there. Super! Stupid planned. Hier hoch? Ja, ne? Atomic planned. Wow, ein Brüller. What a brawler. So. Gibt's denn hier überhaupt irgendwas? Macht das irgendeinen Sinn, dass ich hier bin? Rechts. War hier eine Röhre oder so? Nee, ne? Links. Hurra. Das ist auch immer toll, weißt du? Wir machen einfach ein Level, wo man nicht durchblickt. Das wird dem User schon gefallen. Zwei Münzen noch, bist du dabei? Ich sagte zwei, nicht mehr. Waren 6. Ich hab's aber gepackt. Das war jetzt aber nicht schwierig. Es war nur. Amazing. Also für. Da hat unser Intelligenzquotient ausgereicht. What? Um das zu kapieren. Unfassbar, ey, seit 7. Ich
bin seinerzeit, glaube ich, wirklich an dem Level, das du gerade gemacht hast, verzweifelt. Das mit den Sternen. Dachte ich mir nur, wie soll man das denn schaffen? Das Highspeed-Pflanze. Wie soll man das denn schaffen, habe ich mir gedacht. Danke für diesen kurzen Auftritt. Ja, Mattes. Toller Gastauftritt, ein Cameo-Auftritt, wenn man sowas. Den hatte übrigens Bela B. in Inglourious Basterds. Ja? Ja. Der stand da am Kinoeinlass und hat gerufen so. Jetzt alle eintreten. Und Smudo bei Wing Commander Prophecy.